Zum jüdischen Lichterfest Chanukka hat sich in der Berliner Heinz-Galinski-Schule hoher Besuch angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz wird von den Schülerinnen und Schülern mit Gesang und guter Laune empfangen. In seiner Ansprache betont der Kanzler, wie wichtig das jüdische Leben für die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland sei. Und er bringt auch eine Botschaft für mehr Zusammenhalt mit. Ich habe mir sagen lassen, diese Schule sei wie eine große Familie. Heute an Chanukka ist das besonders wichtig, denn dieses Fest feiert man am allerbesten mit der Familie und auch mit Freunden. Und so ist eine weitere Botschaft des heutigen Tages, dass man sehr viel schaffen kann, wenn man es gemeinsam anpackt. Ich freue mich, dass wir gleich die erste Kerze gemeinsam entzünden, und ich wünsche euch und Ihnen allen ein schönes Lichterfest. Chanukka Sameach. Dann entzündet Scholz die erste Kerze am Chanukka-Leuchter. Während des 8 Tage dauernden Lichterfestes wird an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus bzw. im Jahr 3597 jüdischer Zeitrechnung erinnert. Nach einem Besuch der Willkommensklasse für geflüchtete Kinder aus der Ukraine zeigt sich der Kanzler beeindruckt vom Engagement der Schule. In kleinem Rahmen dürfen einige Schülerinnen und Schüler auch noch ihre Fragen an den Regierungschef loswerden.